Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarze Edition. Im letzten Part haben wir uns an die Arena und gegen N bewiesen und jetzt machen wir weiter mit der Arena. Lesen wir das Buch. Ein Regal voller Bücher zum Thema Sachkunde. Die Konstruktionsweise von Lokomotiven. Möchtest du das Buch kurz überfliegen? Natürlich. In diesem Buch dreht sich alles um Lokomotiven. Im Inneren einer Lok wird ein Feuer geschürt, um dieses Gefährt mit der dabei entstehenden Dampfkraft anzutreiben. Dabei wird eine große Menge Rauch in die Luft geblasen. Oh, das ist ein Zettel. Auf der Rückseite klebt ein Zettel mit einer Nachricht. Echt super, dass du diese Zeilen gefunden hast. Da hat dich wohl der Ehrgeiz gepackt, was? Dann folgt hier nun das dritte Rätsel. Erst köcheln, dann backen. Ei, das wird schmecken. Was könnte das sein? Ein kleiner Tipp. Das Buch steht näher am Eingang als dieses hier. Bitteschön. Pokémon-Gebäck. Möchtest du es kurz überfliegen? Das Buch beschreibt ein leckeres Gebäck, das mit Bären gefüllt ist, die man vor lange in einem Topf köcheln lässt. Es wird Gendersinn... Ja, Pokémon-Knusp. Jetzt plötzlich ist hier allerdings ein Zettel. Beim Nachwort liegt ein Zettel mit einer Nachricht zwischen den Zeilen. Die bisherigen Rätsel haben also keine Hürden für dich dargestellt. Dann eben ohne Umschweife gleich zum letzten Rätsel. Von diesem Regal aus zwei nach hinten und eins nach links. Moment. Zwei nach hinten. Eins, zwei. Eins nach links. Zwei nach vorn. Und eins nach rechts. Und eins nach hinten. Okay. Gehen wir den Weg mal ab. Also, zwei nach hinten. Eins nach links, zwei nach vorne, eins nach rechts, eins nach vorne. Boah, die blöde Kuh hat mich voll im Kreis laufen lassen. Oh Gott. Du hast also tatsächlich die letzte Nachricht und somit auch deinen Weg zu mir gefunden. Dann präsentiere ich dir nun das letzte Rätsel. Wird sich dir der Weg zur Arenaleiterin öffnen, wenn du gegen mich antrittst und siegreich aus dem Kampf hervorgehst? Natürlich. Richtig. Dann wollen wir mal loslegen, Trainer. Interessante Idee, muss ich sagen. Interessante Idee, ja. Eine Herausforderung von Schulkind Linda. Yorkcliff, genau so hieß es. Yorkcliff, richtig. Der Yorkshire Terrier, so ist es. So, Fußkick. Bei Gelegenheit in der Beschreibung seht ihr auch einen Link zu einem Let's Play von der Pokémon Weißen Edition von einem sehr guten Let's Player namens Texpire. Das könnt ihr euch gerne bei Gelegenheit anschauen. Schaue ich mir sehr gerne an. Ist auch schön, dann könnt ihr vergleichen, so wie der sich macht, wie ich mich mache. Ist ein ziemlich lustiger Kerl und so, also gerne anschauen, ne? So, hier, gerade. So, Praktiberg erreicht Level 19. Schulkind setzt noch ein Yorkcliff ein. Ach ja, ach ja, ach ja. Tackle und wieder Fußkick. Eieiei. Yorkcliff wurde besiegt. Noch ein Yorkcliff. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, wir wechseln jetzt mal. Wir wechseln jetzt mal auf den Holy Moly. Nee, doch. Obwohl, nee, wir gehen. Nee, nicht durch die Uhr. Falsch. Holy Moly, doch, Holy Moly ist eine gute Idee. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Lust auf Holy Moly. Gut, dann gehen wir Kratzer gleich voll auf das Pokémon drauf. An sich war es total unnötig, das Ganze mit Moly zu machen. Aber gut. Tut ja nichts zur Sache. Damit ist es besiegt. Moly kriegt ein paar XP, und zwar nur 219. Das Schulkind ist besiegt. Sieht so aus, als hätte ich den... Ach, leck mich doch. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis du vor der Arenaleiterin stehst. Das hier ist das letzte Buch. Nimm es doch mal in die Hand. Buch in die Hand nehmen. Ein Regal voller Bücher zum Thema Pokémon. Die Lebensweise des Floink. Möchtest du das Buch kurz überfliegen? Das Buch behandelt die Lebensweise und Eigenarten des Floink. In seinem Inneren lodert ein Feuer, das die Flammen aus der Nase schlagen lässt, wenn es kräftig... Ja, das kennen wir ja schon. Aber da ist ein Zettel, komischerweise. Bravo, du hast es tatsächlich geschafft, bis hierher geschafft. Du hast somit nicht nur deine Stärke, sondern auch deine Klugheit bewiesen. Ich freue mich schon darauf, dir bald im Kampf zu begegnen. Beste Grüße, Arena-Leiterin Aloy. Klick. Unter dem Buch war ein Schalter verborgen. Wow.
Das ist episch. Dum, 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 dum. So noch schöne Zelda-Musik eingeblendet. Na sowas, da hat sich plötzlich eine Treppe aufgetan. Ja, aber da gehen wir noch nicht hin, sondern wir gehen erst noch heilen. Ja, dann geht es in den finalen Kampf der Arena. Gegen Aloe Vera. Dam, dam, da, dam, dam. So, dann machen wir uns jetzt an den Arena-Leiter. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Natürlich werde ich wiederkommen. Wir sehen uns dann. Vibe. So, dann gehen wir jetzt in die Arena. Von Septerna City. Und schauen wir mal, was hier so bei rauskommt. Also, wir können jetzt ja hier die Treppe runter. Und dann gehen wir da gleich runter. Schauen wir, ob noch ein paar Trainer da sind. Leider nein, da ist nur unser Bücherwurm. Aloe Vera wartet da auf uns. Na dann, gehen wir noch hier. Ich will da noch nicht hin. In der Auslage finden sich unter anderem Knochen, den ach. Oh. Naja. Hereinspaziert, lieber Herausforderer. Ich bin Aloe, die Direktorin des Museums von Septerna City und zugleich Leiterin der hiesigen Arena. Ich werde mir gleich bei unserem Kampf ganz genau ansehen, wie sich deine Pokémon, wie sich deine mit viel Herzblut herangezogenen Pokémon so schlagen werden. Ja, das wirst du sehen. Aloe. Und was für Pokémon hast du denn schönes? Terrybark. Das war sehr voraussehbar. Level 18. Gut, da können wir noch ein bisschen kontern, denn wir haben ein Level 19er Praktibalk. Blöd nur, dass unsere Pokémon nur bis Level 20 auf uns hören. Es wird interessant. Anhand dieses Angriffes habe ich verstanden, dass... Ach. Wow! Aua, aua, aua. Oh, 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 oh. Das ist hart. Ja, Respekt. Ja, doch, da muss ich sagen, Respekt. Aber wenn sie jetzt halt nochmal Bodycheck einsetzt, dann tötet sich sie selber. Ach, sie hat auch. Sie hat auch, ja. Beide gleich intelligent. Schenken uns beide nichts. So. Aber wenn es jetzt die Verteidigung schwächt, dann tötet es mich. Shit. Oh, das wird jetzt ein interessanter Kampf. Jetzt wird es nämlich lustig, weil jetzt habe ich das, was ich mir aufgespart habe, nicht mehr. Und ist ja nicht so, als hätte ich jetzt hier einen... Ne, gut. Dann trainieren wir halt alles andere. Sotronen erreicht Level 18 und Kukmarder. Das kenne ich noch gar nicht. Setzen wir einfach mal für Grillmark dagegen ein, denn ich habe bei Kuk irgendwas mit Kukun dazu und dann könnte das doch. Nein! Nein! Das ist. Ach, das ist die Entwicklung von dem Tierchen. Ach, du Scheiße. Na gut. Dann erschaffen wir es ein. Das bringt irgendwie gleich mal gar nichts. Kratzfurie, das bringt genauso wenig, habe ich recht. Das wird ein interessanter Kampf. Der wird verdammt lustig, der Kampf. Oh, krass. Was denn das hier? Was geht denn da jetzt ab? Eieiei. Moli. Das ist nicht normal. Oh, wow, wow. Heimzahlung. Ich habe überlebt! Ich habe überlebt! Ach du Scheiße. Ach. Wie oft kannst du denn die Attacke einsetzen? Heimzahlung. Sind die vielleicht leicht overpowered oder so? Nein, überhaupt nicht overpowered. Was geht ja? Bin ich wirklich so schwach? Ist dieses Spiel wirklich, in Anführungszeichen, so schwer geworden? Los, Zwartronen. Kalkklinge. Ja, du stirbst mir leider nicht.
ist ja abnormal. Also wirklich, das finde ich sehr krass. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe Aufwecker gekauft. Es tut mir fast leid. Ich komme auch wirklich zu nichts, oder? So, Kaltklinge! Sag mal, hakt's bei dir? Das ist ein interessanter Kampf, weil er echt verdammt schwer ist, muss ich sagen. Kann ich nämlich gleich wieder heilen? Mit einem Supertrank, den ich dann... Das ist mein letzter Supertrank. Wenn ich mal überlege. Jetzt musst du bitte aber mal treffen. Was? Das ist doch nicht normal. Kann ich denn wirklich so schlecht sein? So sieht's aus. Du bist schneller, du bist schneller, du bist schneller, du bist schneller. Verdammt, du bist langsamer. Okay, das ist ein interessanter Arena-Kampf. Lustig auch, dass ich davor nicht gespeichert habe. Das heißt, wir werden das verlieren, was wir verlieren werden. Windschutz. Leute. Kauft Aufwecker. Nicht schön, was ich hier erlebe. Na, immerhin. Stirbst du jetzt? Nein, nein. Und jetzt kommt's. Jetzt passt auf. Jetzt kommt's. Nee. Das Ugur schläft allerdings ein. Sie heilt zwar nicht, aber direkt überleben in Anführungszeichen tue ich es auch nicht. Ja. Was soll ich sagen? Es wird knapp. Ja, das... Wenn ich jetzt Erstschlag habe, dann ist hier mit Sense. Warum verhaue ich eigentlich noch alles? Windschnitt. Ja, das war's. Zweite Arena. Fail. 304 Preisgeld verloren. Es ist nicht allzu viel, aber das finde ich schon extrem krass. Okay, das war ein interessanter erster Versuch der Arena. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was einkaufen müssen. Ja, keine Pokébälle. Supertrank. Mindestens 5. Aber das ist blöd, weil jetzt habe ich eh kein Geld mehr. Ja, toll, nicht wahr? Ich meine, so kann man auch trainieren. Wir laufen jetzt so lange gegen sie, bis wir gewinnen. Ist eine tolle Idee, aber ob es so nötig ist. Gut, das war also der erste Fail. Ich dachte, ich komme ohne Fails durch. Das ist ziemlich extrem, muss ich sagen. Ich werde mich freuen, wie Taxpayer sich an der Stelle anstellt. Das müsst ihr euch anschauen, denn darauf freue ich mich, denn er trainiert seine Pokémon eher weniger. Denke ich, hoffe ich, denn das wird interessant. Gut, wir machen hier auf alle Fälle jetzt mal wieder einen Cut. Sind zwar erst 14 Minuten, aber gut. Ich werde schauen, dass ich irgendwie vielleicht noch ein wenig trainiere oder so. Oder mir eine Taktik überlege. Denn so kann das ja nicht laufen. Gut, also Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.